Wunderschönen guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen. Und Heinz Konrads hätte auch gesagt, grüß euch die Madeln, servus die Burm. Ja, guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Kärntenwoche. Und auch da starten wir aktiv hinein in den Tag. Und ich würde sagen, wir reden nicht nur, sondern wir tun auch was für unseren Körper, indem wir uns einmal praktisch jetzt hinstellen. Und zwar schulterbreit vom Stand her. Das ist meine erste Aufgabe. Wir starten heute ganz, ganz locker hinein. So, und jetzt probiert einmal anzukommen. Mal zunächst einmal die Atmung fließen lassen. Das heißt, wir atmen einmal ein. Einatmen und dann richtig schön probiert über die Fußsohlen auszuatmen. Genau, einmal anzukommen. Und der nächste Schritt ist, wir bewegen uns jetzt einmal von rechts nach links. Ja, richtig schön langsam einmal ein Gefühl bekommen, wie geht's uns heute? Sehr gut. Lächeln aufsetzen, Körperspannung ist da. Und wie gesagt, sanfter Einstieg in den heutigen Tag. Ja, Kärntenwoche, mein Gott, freue ich mich schon mit auf die Zeit, wenn wir rausfahren dürfen, ja, an die wunderschönen Plätze in ganz Österreich. Herrlich, das vermisse ich schon ein bisschen, ja. Ja, so, wir werden ein bisschen größer von der Bewegung her. Das heißt, wir pendeln etwas mehr. Die Damen und Herren, die sich unsicher fühlen können, da immer schön sich mit der Spitze, mit der Zehenspitze abstützen. Die anderen praktisch ziehen die Zehen nach oben, pendeln von rechts nach links. Genau, und wie gesagt, zur Sicherheit kann man da immer gerne ein bisschen hertippen. Ja, fühlt man sich auch sicherer. Genau, sehr schön. Und dann ziehen wir nach oben, werden wir größer. Jetzt kommen unsere Arme schön langsam dazu. Ja, okay, und jetzt nimmt das Ganze Dynamik auf. Jetzt genau, jetzt haben wir dynamisch. Ja. Wir pendeln hin und her, richtig von rechts nach links, sehr gut. Und jetzt geht es natürlich dann noch mehr in die aktive, oder in die Variante der Aktivität, und zwar indem wir schön nach unten gehen, zack, mitschwingen. Ja, da kommt der Kreislauf richtig in Schwung. Gut, und da bleiben wir schon dran. Rechts, links, jeder in seiner Bewegungsgröße, die älteren Damen und Herren, die Einsteiger machen es langsam, ja? Die Fortgeschrittenen etwas schneller und die Profis unter uns, die geben richtig Gas. Lassen die Atmung fließen, genau, von rechts nach links, sehr schön. Ja, das tut gut, das ist ein aktiver Start hinein in den Tag, so soll es sein. Genau, rechts, links, damit der Kreislauf richtig in Schwung kommt, sehr gut. Sehr fein. Oder, um es mit den Worten von mir zu sagen, herrlich macht sie das, ja. Das gefällt mir wieder. So, okay, wir werden wieder kleiner von der Bewegung kommen zur Mitte. Man merkt, ja, Atmung wird ein bisschen schneller. So, jetzt stellen wir ein Bein vors andere, leicht versetzt, und beginnen jetzt einmal hier unsere Schulter zu mobilisieren. Kleine Kreise, einmal nur mit der Schulter. Ja, richtig schön. Da beginnen nach oben, da kann man dann ein bisschen größer werden. Ja, schauen wir seitlich hin, da kann man dann schon größer werden. Ja, und dann einmal auch die Richtung ändern, nach vorne. Ja, sehr schön. Nach vorne, jetzt wieder retour. Noch größer werden vom Radius her. Und jetzt nehmen wir schon langsam unseren Ellbogen dazu. Auch da langsam die Bewegungen zunächst einmal machen. Genau, nicht hudeln, wir haben Zeit. Auch hier wechseln wir mal die Richtung, mal nach vorne die andere. Sehr schön, währenddessen wir das tun und wieder die Richtung nach hinten wechseln, haben wir ein kurzes Video, und zwar, das zeigt uns die Johanna mit dem Armin. Ja, sehr fleißig, da schau her. Ja, der Armin und die Johanna. Ja, gestern waren sie mit dabei, so wie das ausschaut. So, wieder retour. Genau, und jetzt nehmen wir die ganze Hand. Genau, und damit, was machen wir, die Damen und Herren, die schon lange mit dabei sind, die wissen das. Genau, ja, da schmieren wir das Pfandl so richtig aus. Das heißt, wir reizen das Gelenk in seiner vollen Bewegungsgröße aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wir haben eh viel zu wenig Überkopfbewegungen oder Bewegungen, wo wir diese Art davon benötigen oder brauchen. Ja? Und wenn es knackst, ist das ganz was Normales. Ja? Nicht nur bei euch, sondern auch bei mir. Und jetzt retour in die andere Richtung, nach vorne. Sehr schön. Ja, das tut gut. Ja, wieder retour. Okay, schütteln ganz kurz aus. Stellen das andere Bein nach vorne. Jetzt machen wir das gleiche natürlich auch mit der linken Seite. Also mit meiner linken oder von euch aus gesehen wahrscheinlich mit der rechten, wie auch immer. Ja, also andere Seiten und auch da wieder klein beginnen mit der Bewegung. Lächeln aufsetzen, Körperspannung ist da und dann kann man da schon ein bisschen größer werden. Und auch da wieder natürlich, ja,
die Direction, die Richtung ändern. Ja, wieder nach vorne. Nach vorne, nach hinten. Ja, wieder nach hinten ziehen. Atmung fließen lassen. Okay, und auch da wieder jetzt Ellbogen dazu nehmen. Ja, schön. Lasst euch Zeit. Ganz, ganz wichtig, diese Bewegungen machen wir viel zu selten. Und auch da wieder nach vorne zu gehen, nach vorne. Ja. Ich muss immer hinschauen, wo ist die richtige Kamera? Dort, wo das Rotlicht leuchtet. Ja, genau. Sagt mir gerade die Regie. Braver Bub hat sie gesagt. Ja, so. Und währenddessen wir das machen und ihr die Regie am Ohr hört, werden wir ein bisschen größer. Das heißt, hier schön vorne große Bewegungen machen. Längspfandel ausschmieren. Und wieder nach hinten gehen. Sehr gut. Nach hinten. Ja. Gut, macht ihr das. Okay, so. Wir schütteln aus. Jetzt wird es ein bisschen dynamischer und zwar mit Pump It nach vorne und nach hinten. Wir stehen praktisch Hüft-Schulterbreit dazwischen und dann geht's los. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wieder nach unten und auch da wieder 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir pumpen uns hier richtig auf. Ihr variiert selbst den Widerstand. Wie schwer soll es denn sein? Wie schwer soll es gehen? Ja. Also das habt ihr selber in der Hand. Ja. Die Damen und Herren, die sagen, na, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Action, können sich zum Beispiel theoretisch zwei Wasserflaschen, Hanteln oder irgendwas nehmen und das Ganze so ausüben. Ja. Und auch da noch einmal den Widerstand nach vorne, nach hinten variieren. Und dann machen wir schon. Geht schon, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und Atmung. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da sind wir. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dranbleiben. Jeder für sich. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie beim Wagenheber, der Klassiker, sage ich immer, lass mal die Luft aus. Und dann geht's ja. 1, 2, 3, 4, 5. Körperspannung ist trotzdem da. Nach vorne zu gehen. Sehr gut. Ja, gefällt mir. Dranbleiben. Ja, sehr gut. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und nach unten. Und einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kurz durchatmen. Das gleiche geht natürlich auch zur Seite. Entweder mit oder ohne Gewicht. Ihr entscheidet. Man kann auch kleine Hanteln dazu nehmen. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Körperspannung ist da. Und jetzt geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Wir ziehen richtig schön nach oben und wieder nach unten. Ausatmen und da wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wieder nach unten. Lass das schön nach unten. Genau. Körperspannung ist trotzdem da. 1, 2, 3, 4, 5. Lächeln aufsetzen. Gehen wieder nach unten. Sehr gut, ja. Gefällt mir. Ich glaube, heute ist jetzt gut drauf. Ich sehe das schon. Ja, ja. Das ist Motivation. So soll es sein. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder nach unten. Und jetzt komm. 1, 2, 3, 4, 5. Und da gehen noch 3. 1, 2, 3, 4, 5. Noch 2. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und währenddessen wir das tun, die letzte Variante, schauen wir uns kurz an. Ein Bild von der Erna und von Walter. Die sind regelmäßig mit dabei. Und zwar aber gemeinsam mit den Enkeln, die wir hier sehen, ja, der Leo und die Lina. So, Wasserflaschen stellen wir weg, sollten wir welche gehabt haben. Brav sind's, die Enkel, gell? Mit Opa und Oma gemeinsam. Wir haben kurz durchgeatmet, kommen jetzt zu unserem Superman Air. Dazu stelle ich mich seitlich hin. Sieht folgendermaßen aus. Gehen leicht in die Knie, gehen mit den Armen immer nach unten, dass wir ungefähr so die Position haben. So, und jetzt einen Arm nach vorne, einen Arm nach hinten. Mitte und wieder nach vorne. Da kräftigen wir unsere Rückenstrecker. Ja. Das ist die Einsteiger-Variante. Fortgeschrittene, probieren einmal, ein Bein zu heben. Ja, da muss man schon mehr austarieren. Und die, die sich unsicher sind, können auch da schön wieder zum Beispiel sie mit der Zehenspitze abstützen. Macht es einmal. Wenn sie ein bisschen wackelt, habt ihr immer die Zehenspitze da als Anker. Ja. Genau, sehr gut. Ja. Ja, also Zehenspitze, was wir brauchen. So, und jetzt aber dann kommt die Profi-Variante. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir ziehen nach oben und jetzt strecken wir richtig schön nach hinten und machen uns lang. Kommen wieder nach vorne. Lang machen. Probiert einmal in der Position zu bleiben. Und wieder retour. Das sind die drei Varianten. Und die macht jetzt jeder für sich. Entweder ganz normal diese Art der Rückenstrecker, ja, für die Einsteiger. Oder dann ein Beinheben, natürlich Beinwechsel, auch ganz, ganz wichtig. Ein Beinheben,
ab und zu vielleicht abstützen, wenn wir merken, es wackelt zu sehr, aber wackeln ist gut. Das heißt, ihr macht's bitte weiter, auch unsere Fußsohle soll hier arbeiten und hier ausgleichen. Sehr schön. Und dann natürlich die Profi-Variante. Ja, also jeder entscheidet für sich, was nehme ich heute. Ja. Mittel, Einstieg oder doch Profi. Und dann geht's schon. Schön nach hinten. Ja. Lang machen. Sehr gut. Und da gehen noch. 3, 2. Und 1. Okay, wir schütteln ganz kurz aus. Nächster Step ist unser Iliosakralgelenk. Bindeglied zwischen Oberkörper und den beiden Beinen. Ja. Dazu greife da hinten hin. Ich drehe mich jetzt einmal um. Ja. Und das sieht folgendermaßen aus. Das heißt, wir heben hier richtig schön an. Das heißt, wir ziehen die Zehen, eigentlich theoretisch ziehen wir die Zehen nach oben. Ja, und das ganze Bein. Ich glaube, das sieht man hier hinten schön. Komm wieder zu euch. Ja. Bei dieser Übung bitte aufpassen, jetzt nicht so kippen rechts, links, sondern richtig schön nach oben ziehen. Ja, sehr gut. Eine von vielen Möglichkeiten natürlich. Atmung fließen lassen, kurz durchatmen, weil, genau, jetzt wird es gleich ein bisschen wieder dynamischer. Okay, gut. Nächster Schritt. Unsere 5x5 sind folgendermaßen aus. 5x. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Und Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir wechseln gleich das Bein. Bleiben gleich dran. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder retour. 1, 2, 3, 4, 5. Und Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kurz auslockern. Jetzt geht es ein bisschen in die Oberschenkel, aber auch der Oberkörper ist gefragt. Und zwar, wir geben unsere Arme nach oben, Hände hoch. Ja, so, und jetzt steigen wir nach vorne, so gut es geht einmal. Ja, Einsteigervariante, gehen nach vorne, fixieren da und erst dann drehen wir unseren Oberkörper. Einmal nach links, einmal nach rechts, kommen zur Mitte, drücken uns ab und steigen retour. Das geht natürlich auch ein bisschen intensiver. Weiter nach vorne, auch da wieder drauf achten, rechts, links, abdrücken und nach hinten. Und das macht jetzt jeder für sich, so gut es geht. Einmal, zweimal Lächeln aufsetzen, abdrücken, gar nicht so leicht ist, abdrücken von vorne, gell? Ja, rechts, links, Mitte und dann richtig schön nach hinten abdrücken. Einsteiger machen halt nach vorne, einmal, ja, schaut einmal oder probiert einmal, wie gut geht's bei euch und dann wieder retour steigen. Etwas größer dann werden mit dem Ausfallschritt. Oberkörper drehen, abdrücken, schön nach hinten steigen. Ja, dynamische Übung. Sehr gut. Und dann machen wir noch. Gehen wir komm, bleiben wir noch dran. Ja. Atmung. Sehr schön. Und geht schon. Und einmal rechts, links. Und einmal noch. Genau. Sehr gut. Und wir steigen wieder retour. Gut, wir lockern kurz aus. Nächste Übung. Probiert nur jeder von euch, so gut es geht. Und zwar folgendermaßen. Ja. Wir gehen einmal mit den Knien nach unten, stützen uns da ab. Dann probieren wir mit einer Hand nach vorne zu gehen. Zweite Hand kommt nach. Und jetzt zuerst die eine, dann die andere. Und dann schieben wir schön übers Gesäß nach oben. Die Damen und Herren, die sich beim Nachvorkrabbeln praktisch unsicher sind, gehen nur nach unten und schieben nach oben. Die anderen gehen nach unten, wechseln dann die Hand, linke Hand, rechte Hand und beim Retour wieder linke Hand, rechte Hand, Körperspannung, also Bauchnabel, Zirbelsäule und wieder nach oben. Und geht schon. Machen wir jeder für sich. Zack, genau, bleiben wir schon wieder zurück. Einmal, zweimal und dann schön übers Gesäß nach oben schieben. Lächeln aufsetzen, wieder nach vorne gehen. Jedes müssen die Hand wechseln, linke Hand, rechte Hand und wieder nach oben. Ja, sehr gut. So, wieder retour und schieben nach oben. Ich komme wieder zu euch. Machen wir noch ein paar gemeinsam. Runter, einmal, zweimal. Gar nicht so leicht, gell? Und einmal geht's noch.
Ja, und ein Foto haben wir noch, und zwar der Opa Kurt mit seinem Enkel gemeinsam turnt. Zeigen wir vielleicht kurz her. Da ist er schon, währenddessen wir unsere letzte Übung ausführen. Ich komme wieder nach oben, und zwar die Theresa ist das mit dabei gewesen. Der Opa hat sich bis dato immer gewehrt, aber jetzt tut es ihm gut, vor allem im Schulterbereich. Sehr gut. So, jetzt sind wir schon in der Cool-Down-Phase. Das heißt, wir gehen eine leichte Grätsche, gehen mit den Armen nach unten. Ja, und zum letzten Foto, wie gesagt, der Kurt hat sich lang geweigert, mitzuturnen, ja, hat er gesagt. Aber jetzt merkt er einfach, wie gut es ihm tut, währenddessen wir unsere Arme hier schwingen lassen, ein bisschen größer werden, pendeln. Und seine Schulter, ja, die Problematik, die er da hatte, hat sich verbessert. Also seine Bewegung ins Leben. Richtig schön rechts, links schwingen. Wir werden wieder kleiner. So, und jetzt probieren wir kleine Position einmal nach unten zu gehen, so gut es geht. Die Damen und Herren, die sich schwer tun, können leicht in die Knie gehen. Ja, sonst probieren wir nach unten zu gehen. Ja, und dann einmal Mitte, eine Seite, Mitte, andere Seite. Nach oben kommen mit der Einatmung, mit der Ausatmung wieder nach unten gehen. Bleiben, genau dorthin atmen, wo es richtig zieht. Sehr gut, und jetzt kommen wir mit der Einatmung wieder nach oben und atmen einmal noch richtig aus. Ja, das war's für heute wieder. Und wir haben schon wieder Dienstag, morgen bereits wieder Mittwoch, die Wochen, die Tage verfliegen. Ich freue mich schon auf morgen wieder, und wie immer, eins ganz, ganz wichtig, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag, und bitte geht's auch raus an die frische Luft, es tut euch gut.